wenn ihr weiter laufen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fun-Let's Play, sag ich mal. Und zwar handelt es sich um Der Bauernhof. Natürlich, heute mit dabei, euer Mika. Mehr ist nämlich heute nicht drin, das ist nämlich ein Singleplayer-Let's Play, weil dieses Spiel auch nur im Singleplayer zu spielen ist und auch schon etwas älter ist, ehrlich gesagt. Das ist nun meine zweite Aufnahme, denn die erste habe ich ein wenig verkackt. Ich habe nämlich ungefähr 20 Minuten aufgenommen, bis mir aufgefallen ist, dass ich gar nicht aufnehme. Was ich jetzt aber tue. Definitiv. So, und zwar möchten wir ein neues Spiel starten. So viel sei schon mal zu dem Spiel gesagt. Es werden ca. 10 bis 15 Folgen nur sein, weil ich das Spiel an sich nur aus Jux Let's Player. Weil ich einfach nur gerade Spaß drauf habe. Beziehungsweise Spaß dran habe, es zu machen. Es wird auf keinen Fall ein Langzeitprojekt, sondern mehr ein Kurzzeitprojekt, bis ich mein endlich erwartetes Langzeitprojekt starten kann. So, und zwar fangen wir an. Willkommen auf dem Bauernhof. Versorge deine Tiere und bewirtschafte die Beete, sodass du recht bald die Produkte deiner Arbeit in der Stadt verkaufen kannst. Mit ausreichend Kapital kaufst du dort neue Tiere sowie Saat- und Futtermittel. Hast du genug Geld verdient, um deinen Traktor reparieren zu lassen, steht dir der Weg zu den Feldern frei. Dort kannst du im großen Stil Landwirtschaft betreiben. Das Spielziel ist erreicht, wenn du ausreichend Kapital hast, um den Ausbau deines Bauernhauses zu finanzieren. Und viele Tiere deinen Hof beleben. So, und zwar haben wir hier unseren Bauer Hans und unsere Bäuerin Gabi. So, und zwar als erstes bin ich ganz persönlich dafür, dass wir mit F4 unser Inventar öffnen und uns da mal ein paar Spaten mit reinlegen. Damit wir uns mal so eine Grundausrüstung holen. Was denn hier so angesagt ist. 4 Stück von jedem sollte von Anfang reichen. Also, ich sag dazu, ich habe das Spiel das letzte Mal wirklich gespielt, als ich ungefähr 9 oder 10 Jahre alt war. Ist ein bisschen was her, ne? Was ich da mir jetzt im Grunde sagen will, abgesehen davon, dass ich halt eben gerade eben kurz mal, ich sag mal, aus Versehen angespielt habe, habe ich gar keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht. Ich kann mich wirklich nur daran erinnern, was ich jetzt gerade eben schon getestet habe, beziehungsweise aus Versehen getestet habe. Und eine dieser Sachen ist auf jeden Fall, dass das Spiel, trotz dass es so ziemlich alt ist, immer noch eine Menge Spaß macht. Einfach weil es hat zwar eine relativ schlechte Grafik, wobei ich finde, es hat immer noch eine für das Erscheinungsdatum eine wirklich gute Grafik. Da kann man echt nichts sagen. So, dann nehmen wir uns noch ein bisschen was von dem Schweinefütterchen mit, damit wir das Vieh schön masten können. Dann für Hühnerfutter da. Nehmen wir ein bisschen was fürs Hühnerfutter mit. Ja, genau, und noch ein paar leere Eimer für Wasser. Genau, so war das. 4, 5. Ich denke, das ist soweit okay. Moment, haben wir? Nein, wir haben kein Gänsefutter mitgenommen. Da, Gänsefutter. Jetzt haben wir was für die Gänse. So, jetzt gucken wir erstmal, was der unser Jutta Bauer macht. Der ist nämlich gerade fast fertig geworden. Ich würde sagen, dann werden wir jetzt erstmal ein paar Samchen sehen. Und unsere gute Gabi wird anfangen, unsere Schweine zu füttern. Denn diese Schweine haben eine kleine Übersichtsleiste, sage ich mal. Und zwar sagt es uns, wie viel Durst es hat, wie viel Hunger es hat, wie es um seine Gesundheit steht und wie sein Gewicht ist. Desto höher das Gewicht, für desto mehr Geld können wir das Tier können wir das Tier dann im Nachhinein auch verkaufen. Dementsprechend bietet es sich natürlich an, es mit Mastfutter zu füttern. Und ich vergesse immer noch, dass es auf der rechten Seite das Futter ist und links das Trinken. Naja, was soll's. Ja, komm Gabi, hau rein, komm erstmal raus. So, dann sieht schon, durch das Mastfutter hat es inzwischen bereits Gewichtsstufe 6 erreicht. Und ja, Freundchen, Hans, warum hast du nichts zu tun? Hast du schon gesät? Super, dann düngerst du jetzt nochmal. Und Gabi, du machst dich jetzt nicht vom Acker. Du bist nämlich hier aus dem Tümpel, Teich, was auch immer, ein bisschen was Wasser. Denn die Tiere haben natürlich auch Hunger,
unsere Gänse, da machen wir uns mal keine Sorgen drum. Ich denke mal, die kriegen schon noch genug zu essen und zu trinken, beziehungsweise zu trinken. Die haben einen ganz großen Teich hier, das wird schon gehen. So, dann haben wir jetzt auch die Gänse gefüttert und als nächstes wollen wir uns mal um die, nochmal ums Schwein kümmern, denn das Schwein braucht ja auch noch was zu trinken. Du fettes Mistvieh. Ich habe natürlich vom Schwein geredet, versteht sich. Von wem denn auch sonst? So. Mich hat es gerade eben ein bisschen was ehrlich gesagt aufgeregt, dass mein PC leider nicht aufgenommen hat, weil ich muss sagen, ich habe in der Folge schon ziemlich viel geschafft gehabt. Ich hatte zum Beispiel im Grunde fast alle Tiere, ja, ist okay, fast alle Tiere durchgefüttert und die Gehege verwaltet gehabt. Und dann ist mir erst aufgefallen, oh scheiße, das Ding nimmt gar nicht auf. So, in dem Sinne nehmen wir jetzt erstmal das Stroh und das Heu wieder mit, denn die Tiere wollen wieder gefüttert werden. So, und nun wollen wir als nächstes uns um die Hühner kümmern. Denn auch diese hätten gerne etwas zu trinken. So, lauf mir nicht vor die Füße. Und wer hätte es gedacht, auch diese Tiere hätten gerne ein bisschen Heu in ihrem Stall. So, dann füllen wir das Ganze auch nochmal mit ein bisschen Wasser auf. Warum? Weil wir es halt eben können. Drehen uns nochmal um. Legen auch hier, legen... Ach, ich wollte schon gerade sagen. Wie, du kannst hier... Ach ja, ich vergaß. So, genau. Das sollst du machen. Richtig. Jetzt hier noch ein bisschen Futterkorn zerstreuen, dass sie auch schön was zu futtern haben. Und hier hinten kann man immer schön sehen, ob sie schon Eier gelegt haben oder noch nicht. So, dann werde ich hier auch nochmal ein bisschen was Heu verteilen. Beziehungsweise, Quatsch, ein bisschen was Stroh, damit es ein bisschen was gemütlicher ist für unsere Kuh, die im Übrigen Milch produziert. Sobald sie 100 Milch hat, können wir uns mit einem leeren Eimer zu ihr gesellen und sie melken. Wer hätte es gedacht? So, Gabi, du magst jetzt ein bisschen was Wasser hier einfüllen und guter Hans, du füllst hier ein bisschen was zu futtern ein. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir rüber zu den Schafen und werden uns dann auch bei denen um ihr Wohl, ja, Wohlbefinden kümmern. Bei den Schafen sieht es nun mal so aus, dass diese ihr Wohlbefinden, sage ich mal, daran ausdrücken, inwiefern die Wolle ist. Wie man die jetzt nochmal ernten kann, würde ich, frage ich mich gerade ehrlich gesagt, weil da bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher. Ich weiß nur noch, dass man die auch irgendwie scheren kann. Frag mich nur keiner wie, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. So, jetzt dürfen wir nicht, ja, Teich durch das Ding füllen wir das hier mit unseren Matrix-Kräften auf. Und so, als nächstes werden wir das Ganze hier auch nochmal bewässern. Haben uns hier im Grunde schon so im größten Teil um die Tiere gekümmert. Und unsere Felder sind soweit eigentlich auch bewässert. Gabi darf jetzt auch nochmal Feld 2 anfangen zu be... ja, wie soll ich das nennen? Zu bewirtschaften. Indem sie hier ein bisschen was aushebt mit ihrem super Spaten. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Lust auf diese Spaßprojekte habt, das heißt, dass ich einfach mal nochmal ein bisschen was in meinem Schrank rumgucke, was ich da so an alten Spielen am Rumfliegen habe, dass ich mir dann vielleicht dann nochmal was raussuche und das auch mal wieder dazwischen haue, wenn gerade doch irgendwie Zeit, Platz und oder etwas anderes ist. Schreibt es mir in die Kommentare oder sagt es mir, indem ihr mir einen Daumen hoch gibt. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wenn euch der ganze Spaß oder der ganze Unsinn gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Oder guckt bei uns in Minecraft Ticket Let's Plays rein. Ist echt eine super Sache. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mika. Tschüss.